Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Weiß 2. Wir waren weiter auf der Siegesstraße unterwegs, wo ich noch, die ich noch ein bisschen erkunden möchte und auch noch ein bisschen trainieren möchte. Denn noch habe ich das Gefühl, dass meine Pokémon nicht stark genug sind. Und dafür kämpfen wir gegen die hier. Ich weiß nicht mal mehr, was ich für ein Pokémon vorne habe. Ist schon wieder was her. Wenn ich mit deinem Team fertig bin, wirst du vor Entsetzen wie gelähmt sein. Na gut, eigentlich, Moment, heute ist Freitag, ich habe Mittwoch aufgenommen. Eigentlich 2 Tage, aber ist schon so lange für mich her. Hi, Simeon. Okay, ist doch ein Kerl. Was habe ich denn vorne? Zina, passt ja perfekt. Juhu. Jetzt nehme ich einmal Erdkräfte. Ich war nämlich auch noch im Pokémon Center, also das habt ihr nicht mehr gesehen. Oder habt ihr es noch gesehen, wie ich zum Pokémon Center gegangen bin? Und ich sehe gerade, dass ich meinen Controller hier mit meinem Headset verheddert habe. Das ist ja passend. Damit ich hier nicht vernünftig spielen kann. Weil mein Controller und mein Headset eins sind. Okay, wer will das schon? Also ich ganz sicher nicht, also dass mein Controller und mein Headset eins sind. Wobei, wäre gar nicht so unpraktisch. Oder? Ja, Finale, nee. Warum ist Kin denn so langweilig? Was sagt Kin nochmal für Pokémon? Ein Voluminas. Ach genau, Kin war ein Castador. Es ist schließlich ein Stahl-Pokémon. Das heißt, Boden ist natürlich effektiv. Bams. Scheiße, es hat Robustheit. Mal gucken, wie stark die Lichtkanone ist. Ich hoffe ja nicht allzu stark. War gar nicht eine Käfer. Hat noch einiges getroffen, aber ja, komm, hier. Einmal Feuerodem und dann war's das mit Voluminas. Ja, das war Voluminas. Boom goes the Dynamite. Unfassbar, ich bin vor Entsetzen wie gelähmt. Hier, falls sich mal wie mich lebendes Entsetzen erfasst. Melanie enthält Arena-Bären. Ob man direkt zum Angriff übergeht oder doch lieber eine ausgeklügelte Strategie zum Einsatz bringt, hängt ganz davon ab, was für Pokémon in deinem Team sind. Ja. Irgendwie schon. Nein! Ich wollte doch an das Teil ran. Okay, dann haben wir auf jeden Fall hier die Seite schon mal kennengelernt. Und ja, ich habe Pipi nicht mehr dabei für Stärke. Pokémon wechseln, eben das Pit, das hier macht. Ansonsten muss ich mir gerade echt überlegen, will ich schon die Top 4 angehen? Weil mir fällt gerade nicht mehr wirklich ein, wo ich noch hingehen könnte. Oder doch, oder nicht. Ich weiß es nicht. Na gut, den Felsen kann ich ja sowieso nicht bewegen. Moment, das ist doch eigentlich noch hier der Teil von Enns Schloss da, wo ich noch hin könnte. Wuhu, ein Strepoli! Ich hasse diese Viecher! Die hasse ich ja langsam wirklich wie die Pest. Gibt echt nichts Schlimmeres als ein Strepoli. So, jetzt einmal fliegen und das sollte hoffentlich reichen. Bitte, 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 bitte. Nein! Und da kann es auch noch Steinhagel. Aber das macht nichts. Und jetzt einmal Feuer, oder? Das sollte Strepoli eigentlich erledigen. Zina, du bist so ein so tolles Pokémon. Habe ich dir schon jemals gesagt, Zina. Was für ein tolles Pokémon du bist. Drachenklaue. Ja, Drachenklaue habe ich echt lieber als Drachenrute. Weil Drachenrute ist zwar schön mit dem Pokémon austauschen, aber ich will selten ja mal gegen eins kämpfen. Vor allem, weil der Austausch dann irgendwie zufällig ist, dann tausche ich irgendwie das gegen ein Eis-Pokémon oder so aus. Was ja irgendwo extrem kacke wäre. So, ich bin auch wirklich gerade am überlegen, soll ich da noch, jetzt hier habe ich ja sowieso, jetzt habe ich den Part schon angefangen, da muss ich natürlich noch einiges machen. Aber ob ich offscreen trainieren soll oder ob ich es einfach mal gegen die Top 4 versuchen sollte.
Weil ich meine, das höchste Pokémon der Top 4, weil er wird sowieso Level 60. Das einzige Problem ist natürlich noch, Kinn ist relativ low-levelig. Aber an sich brauche ich keine Pflanzen-Pokémon, wenn ich gerade noch so die Top 4 alles im Kopf habe. Weil der Champ benutzt Drachen-Pokémon. Weil ich mir da gerade wirklich nicht sicher bin, ob der Champ nicht ein ausgeglichenes Team hat, wie sonst auch immer. Und, ja, ansonsten, wir haben Psycho, dafür habe ich Snibunna. Stimmt, hier brauche ich noch mehr Indigo-Stücke. Ich sollte mal meine Pokémon durchgehen, ob die Indigo-Stücke haben. So, ich gehe jetzt nochmal oben mich heilen. Ja, ich gehe nochmal nach oben mich heilen, obwohl, das mache ich, ach nee, das mache ich später. Da kann ich lieber doch nochmal einen Hypertrank benutzen. Das ist, glaube ich, weitaus besser. Ja, ich muss jetzt sowieso den Part zu Ende machen. Ich glaube nämlich, da unten so in Richtung... Mann, ach, hier, war, hier drin war ja die Sachen. Genau, hier, Hypertrank. Für Zina, weil Zina ist doch schon echt sehr stark angeschlagen. An sich... Boah, an sich müsste jetzt noch Sneebel... Also Elizabeth. Das einzige Problem ist, Elizabeth hat ja sehr wenige AP auf... Ja, ich war hier noch gar nicht. Ne, hier war ich noch nicht. Hat sehr wenige AP auf, Unlichtattacken. Und das ist schon problematisch. Ach so, da gehe ich hier, glaube ich, bloß im Kreis, oder? Oh, ein Chadrago! Und ein Wunder, dass ich mir den Namen gemerkt habe. Echt ein Wunder? Ach, genau. Ich erinnere mich wieder, dass ich nachgucken wollte, wo ich einen Duodino herkriege. Ich erinnere mich wieder, dass ich es nicht gemacht habe. Gab es ganz sicher nicht irgendwie Finsteraura als TM? Gab es das ganz sicher nicht? Ah! Nein! Nein! Scheiß Chadrago. Echt mal ganz scheiß Chadrago. Was macht das scheiß Pokémon? Erledigt einfach... Ich kann nicht mal mehr reden. Es erledigt einfach meine Süße. Meine Süße. Ich komme nicht gerade auf den Namen. Elizabeth. Meine Süße Elizabeth erledigt es einfach. Einfach so. Und ich habe gerade nicht mal aufgepasst, mit welcher Attacke. Ich habe gerade echt nicht aufgepasst, mit welcher Attacke. Doch, Finsteraura gab's auch. Habe ich die falsche? Habe ich die falsche Attacke? Ich gucke ja gerade. Während ich auf meinem, also während ich hier spiele, gucke ich gerade auf einem externen. Oh ja, da bin ich hin. Und es ist ein Elektrojuwel. Ah, ne, doch, da ist Snibunna. Aber ich... So, ah, da hinten ist noch ein Typ, gegen den ich kämpfen kann. Erstmal hier. War das jetzt ein Pokémon? Oh, ein Duodino. Das wollte ich mir ja fangen. So, ein Duodino wollte ich mir fangen. Das heißt, ich benutze lieber nicht den Eis... den Blizzard. Ja, ihr seht schon hier, das würde es zu stark schwächen. Das stört mich jetzt gerade. Mich stört gerade, dass, wie ich hier gucke, sehr, sehr seltsam. Ach so. Ah, okay. Ja, ich gucke hier gerade und da ist irgendwie Finsteraura. Also die TM79. Bei Eisodem. Und jetzt sehe ich gerade, ist ab Schwarz und Weiß Eisodem Finsteraura ersetzt. Was natürlich relativ doof ist. Also für mich. Das ist
wirklich recht doof für mich. So, ja genau, ich will's nicht weiter bekämpfen, ich will's, dass es in den Ball geht. Geh in den Ball, geh in den Ball. Geh in den Ball. Braves Pokémon. Das erklärt auch, warum Finsteraura irgendwie nicht da drinnen gezeigt wurde. Das erklärt einiges. Das erklärt verdammt viel. Ja. So, seine zwei Köpfe sind sich spinnefeind. Beide versuchen über Fresswettbewerbe die Oberhand zu gewinnen. Das erklärt wirklich, warum da nichts von Finsteraura stand. Aber dann könnte ich, so sehr ich Snibuna ja liebe. Okay, wie nenne ich das hier? Drachi. Nein, viel besserer Name, viel besserer Name. Oh, so ein guter Name. Das ist so ein guter Name. Dass ich auf den gekommen bin. Tabaluga. Und wir haben Drachenhaut gekriegt. Jetzt will ich noch gegen den Typen hier oben kämpfen. Was nur doof ist, dass Snibuna gerade nicht am Leben, gerade besiegt ist. Aber da gucke ich doch mal, so ein Duodino. Könnte ich das austauschen? Dann hätte ich zwar kein Eis-Pokémon mehr. Was irgendwie... Ja, aber okay, aber ich hätte ein weiteres Drachen-Pokémon. Wäre schon wiederum ein, ja, leichter Vorteil irgendwo. Irgendwo. Auf jeden Fall kann es mehr... Ah, oh, guck mal, ein Scharfax. Blizzard! Und daneben. Pip, ich hasse dich. Pip, ich hasse dich. Und jetzt bist du bestimmt nicht schnell genug. Ne, zum Glück setzt es auch noch mal Drachentanz ein. Erhöht das eigentlich die Verteidigung? Oder war es bloß der Angriff? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Nur Angriff und Initiative und Pip verfehlt wieder! Pip, ich hasse dich! Wenn du jetzt noch mal verfehlst, dann kommst du echt aus meinem Team raus. Dann heißt es echt Tschüss, Pip. Danke, Pip. Boah, ey. Ich hab echt schon überlegt, Pip aus dem Team rauszuschmeißen. So, und jetzt als nächstes kommt ein Duodino. Dann schick du mal dein Duodino in den Kampf. So, so, so. Jetzt nochmal Blizzard und wehe, du verfehlst, Pip. Da hast du jetzt nochmal Glück gehabt. Ja, du, Dino, ist erledigt. La 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 la. Und Kind ist Level 40. Woohoo. Jetzt kommt ein Libeldra. Da können wir eigentlich auch Wasser benutzen. Das weiß ich ja selbst von meinem Libeldra. War einfach auch, weil ich weiß, dass Pip mit Blizzard jetzt sowieso verfehlen wird. Oder ich versuch mal. Einmal Blizzard. Versuchen wir es mal. Vielleicht wird Pip uns ja diesmal nicht enttäuschen. Doch, Pip enttäuscht uns. Pip, wir sind enttäuscht. Aber das ist echt voll der Drachentrainer, ne? Pip! Komm, Volltreffer! Stimmt, die Verteidigung wurde ja gesenkt. Gut gemacht, Pip. Jeder Sieg und jede Niederlage verwandelt sich irgendwann in kostbare Erinnerungen. Wenn du meinst. Oh, und? Kin entwickelt sich. Wuhu. Kind versucht Blattgeißel zu erlernen. Kann aber nur... Ja, komm, gucken wir mal. Was ist denn Blattgeißel? Anwender wirbelt seine Ranken oder das Tentakel pleitschenartig gegen das Ziel. Und die Attacke ist verdammt stark. Eisenabwehr, tschüssi. Ganz ehrlich, du wirst auch nicht viel aushalten. Und du bist auch ein arschlahmes Pokémon. Oder? Doch, der ist doch arschlahm. Ich habe doch immer die ganze Zeit gesehen, dass... seine Initiative nicht hochgeht.
Also, da, die Initiative ist wirklich nur 23. So, ja. Ja, okay, wir fliegen erstmal los zum Indigo-Plateau. Ne, zur Pokémon-Liga, ist ja nicht mehr das Indigo-Plateau. Das ist ja, jetzt weg. Nee, nicht weg, das ist ja ein Kanto. So war das, ja, genau. So, einmal hier Pokémon heilen und ich hole Duodino ins Team. Da werden wir uns jetzt noch live in diesem Part überlegen, wie ich das Team ein bisschen umändere, weil noch haben wir ein bisschen Zeit. Ich mache Pokémon ja mal 20 Minuten. Weil, wenn ich mir jetzt gerade schon vorstelle, wir sind schon bei... Also ich habe meistens so 20 bis 30 Minuten am Pokémon. Wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, wie viele Parts das werden würden, wenn ich, oh, wir haben unterleveltes Duodino, weil weil das entwickelt sich eigentlich erst auf Level 40. Auf Level 50. Dann muss ich aber noch ein bisschen Duodino. Aber bin ich mir wirklich so sicher, dass ich das haben will? Will ich es nicht vielleicht gegen, hier austauschen? Weil ich glaube, weil ich habe... Ich habe gerade so, wie ich noch die Dingens im Kopf habe. Also, so wie ich noch die Top 4 im Kopf habe. Und vor allem auch den Champ. Bin ich der Meinung, dass ich das eigentlich nicht brauche? Bin ich jedenfalls der Meinung. Also das hier, ich meine, ich brauche, also ich meine keine Pflanzenattacke. Ich guck mal, haben die alle? Ich geh mal irgendwie. Ich kann so durchgehen, genau. Dann kann ich nicht hier die Items sehen. In der Hoffnung, dass die irgendein Indigo-Stück bei sich tragen. Sieht schlecht aus. Oh, warte mal. Fragia-Beere, Ewigstein, sonst nichts. Ah, falsch rum. Irgendwas stimmt nicht. Ich habe meine Tasten irgendwie so gelegt und wenn ich eigentlich nach links drücke, geht es nach rechts und wenn ich nach rechts drücke, nach links. Und ich habe die eindeutig nicht falsch rumgelegt. Oder doch? Ich weiß es nicht mehr. Kommt halt von den Emulatoren. Naja. Aber so ein DS-Capture-Teil ist ja auch verdammt teuer. Was haben wir, die Kampfbox? Lege die Pokémon fest, die im Kampf zum Einsatz kommen. Nicht das aktive Team. Aha. Okay, keine Ahnung, was diese Kampfbox ist. Interessiert mich jetzt gerade auch nicht so sehr. Also, ich denke, das Team sieht ganz vielversprechend aus. Ich habe zwar sehr Drachen- und Unlichtlastig, aber... Ja, wir werden dagegen... Also, wir werden da jetzt gegen... Moment. Der eine ist... Der eine ist ein reiner Kampftyp. Dann haben wir Geist, Psycho, Unlicht. Das sind die Top 4. Und dann, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich Drache oder gemischt war. Bei der, beim Champion. Das werde ich mir nach diesem Part nochmal angucken. Aber wir trainieren erstmal noch ein bisschen. Muss auch manchmal sein. Und dann, ja, ich glaube, ich werde ein bisschen offscreen trainieren. Das möchte ich euch ja nicht auch allzu sehr antun. Da habe ich auch nicht sehr viel zu sagen. Und dann langweilt ihr euch noch und alles. Nee, 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 das muss nicht sein. Das muss nicht sein, das muss nicht sein. Nee, nee, nee. Na, kriegen wir das schon hin. Ja, Leute, ja. Ich könnte natürlich auch meine typische Trainiertaktik benutzen, was eigentlich weitaus praktischer wäre, aber nein. Ich versuche direkt die Top 4 im ersten Mal zu machen und nicht, wie ich sonst immer mache, dass ich so lange gegen die Top 4 kämpfe, bis ich kein Leben mehr habe. Oh, hier ist eine andere Höhle. Stimmt, hier in der war ich drinne, ja? Ja, genau, in der war ich zuerst drin und hier war ja nichts. Stimmt, da komme ich da unten bloß wieder raus, das bringt auch nichts. Das bringt mir auch recht wenig. Hm, Moment, aber wo kommen wir denn da hinten raus? Also jetzt mal rein an sich, wenn wir hier in der Höhle, ich dachte ja, wir kommen dann da hinten hier raus, weil das heißt, dort hinten ist noch ein anderer Weg. Können wir dann doch noch in das Schloss von Eden kommen? Das überprüfe ich jetzt noch in diesem Part mit euch. Dann ist der auch wieder relativ lang geworden. Dann werde ich im nächsten Part, vor dem nächsten Part dann noch trainieren. Und im nächsten Part werden wir dann, denke ich, gegen die Top 4 antreten.
Weil, ja, da kann ich jetzt sowieso nicht so viel machen, außer trainieren. Ich denke, wenn meine Pokémon so alle 57 sind, sollte das reichen. Ich sollte auf jeden Fall Duodino trainieren. Das wird sonst ein bisschen unpraktisch. Ein bisschen stark unpraktisch. Ah, da. Und, okay, es ist irgendwie ein Rotomorph oder so. Nein, ein Stalobor. Los, Tabaluga. Mal gucken, wie können wir das besiegen? Drachenstoß. Setzt Erdbeben ein. Das sollte aber nicht effektiv sein. Nein, macht nur normalen Schaden und der ist viel zu stark. Okay, Kronleucht. Ich hoffe, das war keine doofe Idee. Nein, setzt nur Schwertanz ein. Ist ja egal. So, Kronleucht. Mach, erinnere mit einem Funkenflug. Und das war Stalobor. Ich sollte auch daran denken, bevor ich die Top 4 angehe, dass ich sehr viele Tränke noch brauche. Nämlich sehr viele Tränke, sehr viele AP Plus, Top Ether und so. An die AP Plus ja nicht unbedingt, aber Top Ether. Und alles so, ne? Das werde ich alles brauchen und wir werden jetzt hier noch durch einige Pokémon durchkämpfen. So, wir haben ja das Problem Drache gegen Drache. Ich hoffe, Tabaluga schafft das. So, ich muss kurz gucken. Das ist jetzt ganz wichtig, weil ich kenne Tabaluga jetzt noch nicht so sehr. Er hat relativ, also er hat ein bisschen höheren Angriff. So, Drachenpuls ist 90, Drachenstoß ist 100, aber Drachenstoß trifft nicht unbedingt so gut. Ich habe aber heute so das Gefühl, er trifft. Ja, er trifft. Und das war Shadrago. Aber Shadrago hat diese nervige Fähigkeit Rauhaut. Dadurch hat unser kleines Duodino Schaden genommen. Was mich traurig macht. So, hier wieder ein Pokémon. Ich meine jetzt wirklich, da kommen wir zu diesem Eingang zum Schloss von N. Wenn wir da entlang gehen. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Und wenn ich dann da doch falsch liege, dann, ja, dann wird's schön. Nachthieb. Tja, hahaha. Duodino ist ein Unlicht. Unlicht-Pokémon. Da hast du keine Chance gegen Shadrago. Ach, ich hasse Rauhaut. Wo war das? Das war bei Rubin und bei Diamant und Perl. Da hatte doch einer ein Tohaido. Einer der Top 4. Ja, hier ist nämlich ein Zoroark. Zoroark! Das Pokémon bewegt sich nicht von Quack. Man könnte meinen, es beschützt etwas. Ah ja, okay. Dann kann ich dort erst hin, wenn ich... Ja, genau. Da muss ich, glaube ich, jetzt die Top 4 besiegen. Ja, gut. Ich fliege jetzt zum Plateau zurück. Das gucken wir uns noch an. Und bis dahin trainiere ich ein bisschen meine Pokémon. Also, wie immer, abonniert unseren Kanal. Drückt auf Gefällt mir. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann!